Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ach ja, Alpha 21 in der B323. Es kam ein Update, die Funpimps haben empfohlen neu zu starten für ein besseres Spielerlebnis. Ich weiß jetzt nicht genau, was geändert worden ist, dass ich hier neu starten müsste, aber ja, muss nicht. Also, meine Level sind noch da, ich, ne. Baseballschläger, Baseballbat, sind wir auf Level 4. Wir haben Vierer beim letzten Mal gefunden, das passt. Und ich habe ein paar Kisten gemacht, wie ihr seht. Ich habe die Kisten mal ersetzt, da muss ich bei Gelegenheit nochmal umsortieren. Ich habe in der Werkbank auch noch 3 Stück drin. Und die, mein Fahrrad. Die werden wir jetzt hier nochmal platzieren. Wir machen hier noch eine hin und dort. Und die können wir dann später beschriften und darunter können dann noch welche hin. Es geht ja einfach erstmal um Platz zu kriegen. Aber ich habe da oben die Bordüre weggetackert. Und ja, das sollte erstmal reichen. Die Kisten sind ja ein gutes Stück größer. Na, dann muss ich nochmal gucken, wie ich das genau aufteile hier. Aber jetzt machen wir erstmal den Wassersammler leer. Genau, da hat sich auch irgendwas verändert beim Wassersammler. Da habe ich irgendwas gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Patch Notes waren so umfangreich. So. Dann lass uns mal losradeln, würde ich sagen, oder? Ich müsste auf jeden Fall auch mal eine Händlerkiste machen, dass ich nicht immer die Dollar hier mit rumschleppe. Nimmt ja nur Platz weg im Inventar. Ich hätte gerne ein Moped. Und ich würde sagen, wir skippen das Minibike und gehen direkt über zum... Stimmt, warte mal, da können wir ja Punkte vergeben. Moment, wir müssen mal kurz bremsen. Und zwar haben wir noch 2 Punkte über und ich würde gerne mehr XP und schneller tinkern. Eigentlich müssen wir auf Grease Monkey gehen, ne? Intellekt Level 2. Wie meinst du das jetzt? So, dann gehen wir mal hier in Richtung Grease Monkey. Wir wollen ja hier auf jeden Fall so Richtung Minibike abbiegen. Mal gucken. Ja, wieder in 7 Days. Ich denke mal, der wird demnächst auch final rauskommen, könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe nur, dass sie nicht nochmal so ein Update machen, wo man nochmal neu starten muss. Gut, wenn es so ist, ist es so. Aber ich finde immer, so nach dem zweiten Neustart ist dann auch gut. Aber gut, man hätte jetzt warten können, bis die Experimental final wird und... Ne? Okay, da ist ein Krabbler. Der hat mich völlig ignoriert, warum auch immer. Ah, wir parken hier am Brunnen. Goodie. Gonuts, Donuts. So, Doppelloot werde ich nicht mehr machen. Kam auch in den Kommentaren. Gerade durch auch die immersive Spielen, durch kein Loot Respawn und so ein Kram. Werden wir auch das sparen, das habe ich nur am Anfang gemacht. Oder wenn ich im Eingangsbereich ein Buch sehe, werde ich es natürlich aufnehmen, das Buch, und somit doppellooten, aber jetzt nicht das komplette Gebäude oder sowas. Oh, das sieht so lecker aus. Schöne Softdrinks. So, wer ist hier in der Umkleide? Das ist ja keine Umkleide. Das dürfte der... Ich glaube, ich mache hier mal zu. Geht die zu, die Tür? Ja. Bevor ich hier noch einen Rücken gehüpft kriege. Toaster. Toaster. Oh, hi. Habe ich Sie gestört? Entschuldigen Sie bitte, ich war hier... Die Tür stand offen. Ja, es kam auch mehrfach der Hinweis, man kann den Schwierigkeitsgrad höher stellen, aber einige von euch haben dann kommentiert... ja, kannst du machen. Das Thema ist nur, das Spiel zieht an stellenweise an. Und zur Not lässt man mal eine Kreischerin kreischen, ne? Der ist auf jeden Fall vor der Tür. So, machen. Clear the area. Okay. Eine Kappe. Nö, die können wir scrappen. Oh, ein Cowboy-Hut-Skin. Den würde ich doch mal aufheben. Jo, den können wir mal aufheben. Mal gucken, was bei rumkommt. So, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir hier mal weiter. Der klopft hier an. Sollen wir mal aufmachen? Ich
Kann ich noch rauf? Na, ist egal, ich ignoriere den. Ich glaube, das ist einer von den älteren Toys, ne? Weil hier auch teilweise die Bücherregale noch älter aussehen. Das war neuer. Ich glaube, das war eine Alpha 20, ist der dazugekommen. Oh. Das dürfen wir nicht vergessen. Da ist auf jeden Fall wach geworden. Hallo. Ja, wie gesagt, mit dem Schwierigkeitsgrad überlege ich mir nochmal. Kommen die vom Dach? Nee. Jetzt spielen wir erstmal so. Schön, ne? Da ist noch was. Nee, das ist offen. Da ist auch nichts. Dann hoch. Hallo? Will jemand laufen? Hm. Okay. Na, hier ist Actionmusik. Hallo, da die Dame. War's schon. Warum ist hier Actionmusik? Was kommt denn hier? Von dem. Oh, was war denn das? Oh ja. Eine neue Mod. Ein Buch für Medikation. Salvage Crafting, sehr schön. Shotgun Crafting. Pipe Shotgun, sehr gut. Ja, Robotik ist nicht so meins. Bestimmt da hoch, ne? Uiuiui, der wollte. Habt ihr gesehen, der wollte rennen. Wo standst du denn? Standst du im Aufzugsschacht? Stell mal vor, der Aufzug wäre jetzt hier abge. Was ist denn das? Ah, jetzt. Man sollte nicht springen, wenn man an die Leiter rankommt. Ey, mal ein bisschen Ruhe da unten. So, das Licht geht hier hin. Das heißt, wir müssen hier reinhüpfen. Haben wir sonst noch was übersehen? Hier sind wir raus. Hier sind wir rum. Hier geht's aufs Dach. Ich gucke mich mal auf dem Dach um. Nee, hier gibt's nichts. Außer hier Satellitenschüsseln. Gucken, was die bringen. Plaster auf jeden Fall und elektrische Teile. Okay. Nee, das lohnt sich nicht. Ja gut, dann gehen wir da unten weiter. Niemand, der mich überraschen möchte. Da ist offen, hier ist zu. Oh. Du hast dich selber vollgekotzt, du Dummerchen. Ich mach nochmal zu. Wir kommen gleich nochmal ran. Jetzt komme ich wieder ran. So. Der hat sich eben vollgespuckt. Tja. Noch jemand hier? Oh. Ich wollte gerade sagen, dieses Brennen habe ich so selten gehabt. Wo ist denn der hier? Mensch, die Stühle hier.
Ich glaube, die Stühle haben doch... Warte mal, lass mich mal probieren. Ja, die geben mechanische Teile. Also müsste ich die eigentlich auf den Boden stellen, die Stühle, und dann kaputt wrenchen. Achso, geht ja auch so. So, hat sich doch gelohnt. Was haben wir denn hier noch bekommen? Nochmal Medizin, noch ein Baseballschläger und da haben wir Baseball Bat Quality 5. Sehr nice. Was kommt danach? Danach müsste der Stahlknüppel kommen, ne? Meine ich. Nach 5. Gehen ja, glaube ich, nur bis 5. Wen habe ich denn hier? Hallo? Das ist der Verhörraum. Bitte recht freundlich. Hi. Tür wieder zu. Achso, geht nicht. Kann ich hier mit hoch und runter fahren? Nee, das wäre geil. Oder Aufzüge. Boah, ich würde mir gern so ein bisschen mehr Details in 7 Days wünschen. Das wäre echt super. Letztes Mal habe ich übrigens drüber gesprochen, dass mir dieser Gore-Faktor so ein bisschen übertrieben vorkommt. Viele haben es verstanden. Einige haben geschrieben, ey, du spielst ein Zombie-Spiel, da ist doch Gore dabei. Ja, ist mir bewusst. Aber in den älteren 7 Days to Die Versionen... muss ich hier runter? In den älteren 7 Days to Die Versionen war es ja so, dass das auf jeden Fall sporadischer aufgetreten ist. Und natürlich spiele ich ein Zombie-Spiel, um auch einen gewissen Gore-Faktor zu haben, das ist mir schon klar. Uiuiuiuiuiui, der kam ein bisschen nah. Kenn ich selber? Nee. Aber für die alteingesessenen 7-Days-Spieler, die wissen, was ich meine. Schön im Blau, ne, die Stühle. Ich frage mich, warum die Actionmusik kommt. Habe ich hier irgendwo eine Horde, die ich übersehen habe? Alles, da ist leer. Da ist auch die Stühle, lassen wir da. Pflanzen mitnehmen. Otto, wer mehr für meine Oase. Hier ist zu, da ist zu. Oh, hi. Okay, okay, okay. Ah ja. Der Herr Rocke. Na, ausgenüchtert. Und auf den Bobbes. Wenn das einer ist, geht das noch. Aber wenn das mehrere sind, kannst du das natürlich nicht so bringen. Hatten die nicht auch mechanische Teile gebracht? Bürostühle und diese Aktenschränke sind es auf jeden Fall. Okay. Nein, nein, nein. Jetzt geht's in Aufzug. Hi. Genau, die haben irgendwas geändert. Anscheinend war es vorher so, dass die... dass die Zombies, wenn sie gefallen sind, immer noch schlagen konnten. Und das haben sie geändert. Das habe ich, glaube ich, in den Patch Notes gelesen, dass da irgendwas abgeändert worden ist, damit die nicht mehr schlagen können, wenn sie... Also nach dem Sturz direkt. Nehmen wir die Fackel mit. Haben wir überhaupt eine Fackel dabei? Nee, wir haben ja... Ah! Da muss man ein bisschen schnell sein, wenn der pumpt. Da geht's auf jeden Fall weiter. Da ist nichts. Lecker Essen von der Toilette.
So, der ist kaputt. Der ist auch nicht. So, was haben wir denn hier? Was zu essen? Hauen wir uns rein. Kochen dreimal haben wir gefunden. Was haben wir hier noch? Bowcrafting. Primitive Bow, Quality 4. Na gut, den haben wir ja schon im Endeffekt, ne? Ne, die schleppe ich nicht weiter mit. Das ist Quatsch. Den haben wir schon gelernt. Wobei, komm, wir haben so viel Kohle. Der bringt uns nochmal XP. Das ist schon ganz in Ordnung. Gut, dann war das hier, ne? Oh, hi. Ich wollte kurz mal durchsortieren, aber wir sind... Okay, jetzt sind wir fast durch. Der zeigt uns nämlich den letzten schon an. Das ist ein normaler Spiegel. Da ist zu und dann geht's hier raus. Oh, Waffen. Das ist gut. 762. Oh, das sieht gut aus. Nochmal kochen. Was? Chem Chowder. Okay. Steel Club Quality 1. Nice. Sehr geil. Wir haben es geschafft. Wir sind in der nächsten Stufe. Und noch zwei Mods. Drei Mods. Und Learning Elixier. Guck mal hier, was hier alles Feines dabei ist. Full Auto Mod. Die könnten wir jetzt hier reinmachen. Weil das ist die Burst Mode. Genau, das machen wir jetzt auch. 40, 22, 3, 68. Ja, ist sogar nochmal. Damit sind die Schüsse nochmal hochgegangen. Sehr nice. So, sicherheitshalber mal die Waffe in Anschlag nehmen. Okay, das kriegen wir hin. Kommen Sie, rennt von euch einer? Oh, das ist nicht gut. Und verseucht. Warum tut ihr das mir an? Da war ich ein bisschen großschnäuzig eben. Gut. Okay. Wasser. Aber Wasser ist eigentlich auch Quatsch. Müsste man eigentlich gar nicht mitschleppen, ne? Kommt hier noch jemand mir entgegen? Wir sichern mal den Rückzug. Okay. Aber ich würde auch mal sagen, wenn zu Alpha 21 so die bekannten Mods rauskommen, wie, sag mal, wie Dietrich muss ich ja noch einhauen, wie Undead Legacy, dann sollten wir meines Erachtens auch uns ein Modpaket anschauen. Der ist doch jetzt hier drin, der hat sich doch durchgekloppt. Weil ich finde so Modpakete doch immer ein bisschen spannender noch. Nailgun Quality 1, nice. Hier werden wir auch lernen. Oh yeah. Armor Pocket Mod. Was haben wir denn an Armor? Da. Da haben wir schon einen doppelten drin. Können wir da zwei reinmachen? Nee, geht immer nur eine rein, ne? Immer des gleichen Typs. Dann hier rein. Sehr gut. Noch ein Slot mehr. Das ist sehr nice. Die scrappen wir. Das sortieren wir. Und hier müssen wir halt mal gucken, wie die im Vergleich ist, ne? Ist exakt die gleiche. Okay. Dann. So. Go. Und Rifle und ein Muzzle Break. Oh, Machete-Teile. Medizin, scrappen, mitnehmen. Und Shotgun. Jetzt wird's ein bisschen eng. Das Glas brauchen wir nicht. Das Glas brauchen wir nicht, habe ich gesagt.
Ich glaube, der ist aber hier drin. Das hört sich so nah an. Gut, dann noch mal schnell hier Kühlschrank und Co. Und dann gehen wir schnell nach Hause. Ne? Wir haben jetzt schon nicht Laber hier und Mach und Tu. Gammelsandwich und Blümchen. Okay, was haben wir noch nicht? Hier haben wir noch nicht gelootet. Noch ein Gammelsandwich, sehr schön. Eine Kartoffel. Eine allheilende Kartoffel, das ist doch sehr gut. Weiß ich nicht. Läppchen. Pflanze mitnehmen. Wichtig. Das ist doch auch eine Pflanze, oder? Ja. Dadurch, dass sie jetzt immer so verschiedene Formen haben. Sehr gut. So, hier geht's wohl raus, wa? Hallo. Guten Tag. Haben wir hier irgendwie noch Pflanzen übersehen vorhin? Nee. Wo geht's denn jetzt hier raus? Haben die jetzt alle Türen aufgemacht für mich? Oh. Wie wollen wir denn überhaupt? 21.18 Uhr und ich mache hier noch rum. Fett. So. Wo steht mein Fahrrad? Da. Okay. Ich muss schnell auf den Drahtesel. Und ein bisschen was gegen die Verseuchung tun. So. Uiuiui. So, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, so sage ich das auch mal. Iron Shovel. Boah. Nee, ich nehme die. Ich nehme die Skill mal. Oh. Oh. Wir haben die nächste Stufe der Quests abgeschlossen. Ich nehme auf jeden Fall Motorcycle Parts. Weil ich das Moped bauen will. Und Special Jobs. Interested in a gig? Okay, we have a deal. Ja. Come back when it's done. Das machen wir. Okay, also, er schickt uns zum nächsten Händler, der aber in 3 Kilometern ist. Jetzt machen wir erstmal die Päckchen auf. Also, Armor Crafting und Club Crafting. Sind wir jetzt bei 42. Moment, er ist noch bei... Noch was dazu? Nein. Und dann haben wir noch Harvesting Tool. Iron Tools Quality 5. Das ist sehr gut. Das heißt, wir müssten uns jetzt eigentlich eine 5er Spitzhacke und eine 5er Feuerachse machen können, ne? Dann packen wir noch den Motorraddingens aus. Oh ja, Handlebar, nice. Und eine Batterie und nochmal Minibike, Oil and Gas. Okay, wir können jetzt schon das Minibike. Das ist gut. Wir kommen dem Ziel näher. Wir haben schon 2 Reifen. Dann sollten wir uns eigentlich jetzt auf jeden Fall noch bessere Werkzeuge machen, bevor wir weiterziehen. Und ich hoffe, dass wir bald das Moped machen können. Ich meine, Minibike können wir schon machen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir bei denen, da wir jetzt sowieso 3 Reifen haben, eventuell sogar schon den Rest craften. Genau, ihr seht, ich habe hier aussortiert so ein bisschen. Wobei ich jetzt gerade merke, dass ich teilweise... So soll das eigentlich sein. Teilweise gemischt habe. Ich habe ihn mit Kram nicht verkauft. Ich bin ja auch ein super Profi. Guck mal, wir haben 5 Reifen. Wir könnten uns eigentlich ein Minibike leisten. Oder? So ein bisschen Benzin verknattern? Also, wenn, dann sollte man schon so ein Moped in unserem Repertoire haben. Gerade wenn wir jetzt hier irgendwie 3 Kilometer wegfahren. Aber ich will ganz kurz... Das kann ich auch danach machen. Ich verkaufe danach, bevor wir dann losfahren. Komm, wir machen ein Minibike. Ich hab Bock. Ich will ein Minibike fahren. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen definitiv 2 Räder. Wir brauchen der Handlebar. Wir brauchen Batterie. Und Sprit haben wir auch schon. So, Minibike Chassis. Track. Also, wir brauchen... Was ist denn das?
Forged Iron, 15 Stück. Check. 6 Mechanical Parts. Müsste hier sein. Duct Tape habe ich gerade hergestellt. Wieso habe ich nur noch 12? Ach, weil ich die Repair Kits gemacht habe, genau. Leder und elektrische Teile. Ja, nice. Okay. So, weil ich hier Chemie. Ja, Chassis. Geil. Craft. Uiuiuiuiuiui. 1,29. Ah, wir brauchen noch die Sitzbank, ne? Oder? Warte mal. Mini-Würstchen-Kette. Nee, braucht man nicht mehr. Okay. Dann tracken wir das jetzt hier. Dann brauchen wir jetzt das Ding, das ist gleich fertig, und einen Motor. Wir haben nur einen Motor. Na gut, da werden wir mal ein paar Autos auseinandernehmen. Dann ist es mit dem Motor auch, hat sich dann auch ein bisschen verändert, ne? So, 56 Sekunden. Ja, ich habe hier oben, genau, ich habe hier oben die Kisten hingesetzt. Ich habe jetzt doch alles erstmal in eins, bis die Kisten zu knapp werden. Beim Essen sieht es gut aus. Getränke. Alles super. Hier könnte es irgendwann mal knapp werden, aber wir werden einfach uns daran halten, dass das hier so ein bisschen kompakter ist. Steel Club habe ich mal geguckt. Wir könnten einen herstellen, Stufe 1, aber ich warte noch damit. Also da werden wir nochmal mit warten. Crossbow, da weiß ich nicht. Ich glaube, da können wir noch gar nicht. Nee, können wir noch gar nichts herstellen. Also Combine Bow können wir nicht. Das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen. So, wie weit bist du? Noch 16 Sekunden, ich bin so aufgeregt. Moped und Sprit müssen wir mitnehmen. Haben wir auch schon ein bisschen, aber da können wir auch unterwegs noch holen. Ne? Das kriegen wir hin. 7, 6, 5, 4. Wie lange braucht dieses Minibike? Bin ich sehr gespannt. Okay. Zack. Craft. 1 Minute 30. Dann sind wir stolzer Besitzer eines Minibikes. Und die beiden Repair Kits nehme ich auf jeden Fall mit. Das macht Sinn. Die Sache muss ich noch verkaufen. Und das machen wir jetzt. Und wenn ich wiederkomme, können wir anlassen. Dann muss ich dich leider in Rente schicken. Aber vielleicht können wir die Farbe rausnehmen aus dem Fahrrad. Und dann können wir die ins Minibike setzen. Wobei, ich glaube, das Minibike konnte man, glaube ich, nicht einfärben, oder? Geht das mittlerweile? Ich glaube nicht, oder? Farbe in Minibike. Und wenn, dann fällt es nicht so auf. Auch gerade beim Moped ist es auch so, dass es, glaube ich, viel zu dunkel ist. No loitering. So, ich würde dir gerne was verkaufen. Und zwar Dollar. Das. Wunderbar. Hast du irgendwelche Rezepte, die mir Spaß machen? Get Hammered, Automatic Weapon, Shotgun Weekly. Den kenne ich noch nicht. Kaufe ich dir ab. Knife Guy, 3 Stück. Hammer braucht man nicht. Automatic Weapon Volume 7, The Machine Gunner. Are we done here? Yes. Hast du ein Crucible? Nee. Alrighty then, on your way. Ja, mach's gut. Ich mache mir jetzt ein Moped. Es ist zwar kleins, aber meins. Klein, aber mein. Wollte ich sagen. Nicht kleins, aber meins. So, da sollte doch auch das Moped fertig sein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir können zum Händler fahren, motorisiert. Das freut mir. So, Fahrrad, du kommst mit rein. Machen wir die jungen Leute. Stellen wir das Fahrrad hier direkt ins Wohnzimmer, ne? Muss nur mal gucken. Modify, die Farbe kommt da raus. Dann parken wir die Geschichte hier an der Wand. Umkippen in die Richtung bitte. So. Und hier, Minibike. Modify. Ja, es geht. Sehr nice. So, dann können wir die Sache hier noch wählen. Halbschockern 5. Das haben wir noch gelernt. So, dann brauchen wir nur noch Sprit. Den haben wir da. Ein Traum in Rosa. Nachtanken. Sehr nice. Da kann man Mods reinmachen.
Licht geht an. Was kann man denn da... Gibt es für das Minibike auch Mods? Das wusste ich gar nicht. Also fürs Große weiß ich. Da gibt es ja diesen Turbolader und was weiß ich. Interessant. So, also nächste Folge. 3 Kilometer in die Richtung. Ne? Mit dem kleinen süßen Ding hier. Ich weiß nicht, haben wir schon was an Mods? Wo finden wir denn die Mods? Finden wir das hier? Wahrscheinlich. Aha, aha, aha. Ne, das sieht nicht so aus. Das ist dieses Large Tank, obwohl das ist eher für Werkzeuge, ne? Motor. Hier, Vehicle Supercharger und so, das haben wir alles noch nicht. Nein. Das kommt alles später. Gut, ich meine, die Fegen oder die Mods, die wir hier machen können, sind ja hier schon. Und die gehen ja nur bis Woodsplitter und so weiter. Ah, Vehicle Offroad. Das. Aber das ist, glaube ich, das passt da, glaube ich, nicht rein, oder? Ins Moped. Nee, es hat ja auch so eine Beleuchtung dran. Naja, gut. Also, nächste Folge fahren wir zum nächsten Händler in 3 Kilometer motorisiert. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.